Menschen sammeln. Dieser Tage diskutierten Fritz Dinkhauser und Klubobmann Bernhard Ernst die katastrophale politische Lage in Tirol. Denn Opposition ist letztlich so etwas wie ein Feuermelder im parlamentarischen System und das System schlägt an, weil die Regierung die Steuergelder der Tiroler Bürger schlichtweg verheizt. Wie kann es geschehen, dass in einem so effizient aufgestellten Land wie Tirol Wirtschafts-, Bildungs- und Finanzpolitik derart an die Wand gefahren wird? Liegt es daran, dass es in fast einem halben Jahrhundert ÖVP-Regierung Gewohnheit wurde, vorzugsweise Beziehungen zu regeln, als vielmehr Sachfragen zu lösen? In diesem Umfeld gewinnt das Landesbudget 2011 geradezu dramatische Züge. Ich hoffe, die Leute können sich das noch vorstellen. 430 Millionen haben wir Schulden. Also 430 Millionen, das ist viel, viel Geld. Und das müssen dann abzahlen noch einmal. Gell? Das müssen die kleinen Leute abzahlen. Gell? Das müssen jene abzahlen, die schwer arbeiten. Es ist dies die letzte große Fehlleistung dieser Regierung in 2010. Eine Fehlleistung, die Fritz Dinkhauser und sein Bürgerforum herausfordert wie nie. Und deshalb sage ich, so ein Budget kann man nicht akzeptieren. So ein Budget kann man dann nicht akzeptieren, wenn man also sick wäre, also letztlich also da die Empfänger sind und wer die Zahler also sind. Und wir haben gesagt, Herr Swittag und Herr Landeshauptmann, wir brauchen kein Pleitenbudget. Wir brauchen ein Budget für die Zukunft mit einer Vision, mit einer Vorstellung für dieses Land. Was ist wichtig? Was wollen wir unterstützen? In welche Richtung marschieren wir? Es liegt in der Natur der Sache, dass Opposition Alarm schlagen muss, da wo eine verbrauchte Regierung die Probleme verdrängt. Es darf in dem Land niemand geben, der ohne Schul- oder Berufsabschluss gibt. Das geht nicht, das ist völlig unmöglich. Wir haben eine Riesenproblematik, dass wir also wissen, dass bis zum Jahre 2015 von den 14.000 Lehrlingen, die also jetzt in 3 Jahrgängen tätig sind, nur mehr die Hälfte letztlich also die Lehrausbildung machen. Das ist eine Katastrophe. Und wir haben also festgestellt, dass natürlich auch in der Bildungspolitik hinten und vorn das nicht zusammenstimmt. Wir haben die miterlebt, auch die haben wir also aufgezeigt, haben einen Dringlichkeitsantrag also gemacht im Tiroler Landtag und haben also eingefordert, dass natürlich also diese UMIT auf gesunde finanzielle Beine gestellt worden. Aber da ist im Budget nichts drinnen. Also wir brauchen für die Bildung, für die Universitäten, für die Lehrlinge, für die Menschen, die also heute dringend in dem Existenzkampf also überleben müssen, da brauchen wir die beste Bildung, die man also nur irgendwo kriegen kann. Unbeschadet dessen will die Regierung 200 Millionen Euro neuer Schulden machen. Auch die Tiroler Gemeinden stehen mit 817 Millionen Euro bis zum Hals in den roten Zahlen. Also da kommt natürlich also einiges auf die Gemeinden zu, da kommt einiges natürlich auf das Land Tirol zu. Und die, was alle die Zeche zahlen müssen, das sind die fleißigen, tüchtigen Leute in dem Land. Und da haben wir gesagt, das kann so nicht sein. Und deshalb nochmal, wir haben einen Dringlichkeitsantrag also eingebracht. Im kommenden Landtag wird Klartext geredet. In Oberösterreich angelegte 300 Millionen Euro sollen umgehend zurück nach Tirol. Damit kann der Landeshaushalt entlastet werden. Dass wir also das entsprechend natürlich also für das Budget verwenden können und dass also damit die Schulden weg sind und dass also damit also auch noch Mittel zur Verfügung stehen, damit man also die notwendigen Investitionen in die Forschung, in die Bildung, in die Wirtschaft und in viele andere Bereiche natürlich auch bewältigen kann. Schulden zu machen verbaut unsere Jugend die Zukunft, denn die zahlt nicht nur die Zinsen, sondern überhaupt die Zeche für Schuldenpolitik dieser Landesregierung.